Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit Chris. Und ja, ich bin da gerade mit einem Fliegelanhänger und mit knapp 10.000 Steiner im Gepäck zum Hof unterwegs. Und ja. Wo genau sollen die Steiner dann hin? Auf den Hof? Ins Lager oder was? Am besten dahin, wo sie nicht stören. Also ich brauche noch nirgends. Schwierig zu sagen, bin ich ehrlich. Ja, ich bin auch gerade am überlegen, es ist überall eigentlich kein Platz. Gehen die eigentlich ins Lager nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ah, shit. Ja, keine Ahnung, wo man die hinten macht. Hast du noch eine Idee? Nee. Oder soll ich einmal den Anhänger auf dem Hof stehen lassen? Ja, lass ihn mal auf dem Hof stehen. Ja, dann mach ich einmal den Steinesammler sauber und stelle ihn hinten rein, und dann hast du gesagt, kalken da auf dem Feld, wo ich gerade unterwegs war. Yep. So, sauber. Ist so was dreckiges Bock ich nicht. Wo waren noch einmal der Steinesammler untergestellt? Da hinten, da wo der Kalkstreuer ist? Oder der Dingestreuer? Bei der Pistenrobbe da drin. Ah, okay. Ah, jetzt weiß ich. Da war er. Was soll ich jetzt für einen Streier nehmen? Den kleinen da? Den großen. Okay, passt.
Leckt's bei dir auch grad? Ja, nicht im Spiel drin. Also bei mir hat's gerade geruckelt und ständig. Haben wir schon irgendwo Kalk-Dings oder muss ich erst kaufen? Nee, muss ich kaufen, aber das kannst du gegenüber von unserer Getreidemühle. Mhm, danke für die Info. Getreidemühle. Dabei über Feld 15. Mhm. Sonst Getreidemühle. Ah, da ist Kalkstation, habe ich schon, danke. Soll ich komplett voll machen oder nur halber? Ja, komplett. Passt. Das darf ich fragen, nur damit dann wieder die Big Bags rumstehen. Wir haben eh einen Kalk und Dünger schon. Ah ja, dann. Deswegen habe ich ja schon extra zwei gekauft. Weil mich das nämlich auch abfuckt. Also war nur mehr das Feld, warte mal, kann ich 16 und 15. Okay, danke. Wollte ich gerade schauen. Da wo jetzt gerade du bist und das 16 Feld passt. Yep. Also da hat da schon was zu tun, wenn da hinten ein bisschen Gewicht oben ist. Hätte ich ruhig einen anderen nehmen können. Ah, passt schon. Ist ja nicht so, dass man keine PS an Schlepper, PS-starke Schlepper haben. Und da scheitert es bei uns auf jeden Fall nicht. So, nämlich man könnte mit jedem unserer Schlepper dem Flug ziehen, bis auf den, wo du momentan hast. Mhm. Weil alle mindestens 300 PS haben. Oje, da geht aber was an Kalk auf, du.
Also pro Bahn brauche ich ca. 1000 Liter Kolk. Das geht ja. Und wie soll es pflügen? Was ist? Und wie soll es pflügen? Ja, pflügen halt. Langsam und langweilig. So wie der Sterne sammeln. Da müssen wir den ganz größten Flug aus einer 19er. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, also du wolltest noch was sagen. Ja, aber der hat eben ein bisschen. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung da. Schreibt einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.